Alles okay? Okay? Machen Sie Witze? Sie haben meinen Fuß gebrochen. Was meinen Sie? Wo ist das Vorsicht-Rutschgefahrschild? Sind Ihnen die Gäste komplett egal? Also gut. Hier, ich helfe Ihnen erstmal auf. Sehen Sie nicht so. Sehen Sie nicht, ich habe Schmerzen. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Das ist nicht auszuhalten. Oh, Ma'am, möchten Sie etwas trinken? Trinken? Sehen Sie meinen Knöchel? Sehen Sie, wie geschwollen er ist? Oh Gott, meine Triathlon-Karriere ist vorbei. Ich rufe die Polizei. Nein, Polizei. Wie, weshalb? Durch Sie habe ich meine einzige Einnahmequelle verloren. Ich werde Sie verklagen auf alles, was Sie haben. Nein, Ma'am, bitte. Bitte tun Sie das nicht. Sie entschädigen mich für den Schaden, bevor ich zu Ihnen durchkomme. Hallo? Ich möchte einen Verstoß gegen die Sicherheitsregeln melden. Okay. Warten Sie. Okay. Wie viel wollen Sie? Ich rufe Sie zurück. Anna, kannst du mich hören? Verdammt. Ist alles okay? Ja. Es ist alles in Ordnung. Es geht dir absolut gut. Es ist alles in Ordnung, Leute. Keine Sorge, kein Grund zur Sorge. Alles in Ordnung. Alles ist gut. Es ist nur ein kleiner Unfall, okay? Der Krankenwagen ist schon auf dem Weg. Aber wir haben nicht angerufen. Doch, haben wir. Nicht so laut. Was machen Sie denn? Los, helfen Sie mir. Was machen Sie denn? Sie kann sich jetzt nicht bewegen. Wir müssen sich verstecken. Aber was, wenn Ihr Hals verletzt ist? Hören Sie. Ich bezahle Sie. Es hat nichts mit Geld zu tun. 5000. Ich gebe es Ihnen sofort, wenn Sie mir helfen, Sie zu verstecken. Ich verspreche, es passiert Ihr nichts. Also? Na gut. Verdammt. Aber es ist alles Ihre Verantwortung. Wo bringen wir Sie hin? Nach hinten. Da geht niemand hin. Okay, noch ein kleines Stück. Nun, das war's. Gehen wir. Ich gebe Ihnen das Geld. Moment. Lassen wir Sie jetzt einfach hier? Ja. Los, gehen Moment. Wir. Ich verstehe nicht. Was ist mit dem Krankenwagen? Es wird keinen Krankenwagen geben. Sind Sie verrückt geworden? Anna ist eine illegale Migrantin. Niemand darf sie sehen. Wir müssen ihr wenigstens erste Hilfe leisten. Wir schulden ihr nichts. Sehen Sie dieses Schild. Wenn es hier ist, bedeutet es, dass es nicht im Speisesaal ist. Was bedeutet, dass Anna an ihrem Sturz schuld ist? Passiert ihr recht? Aber sie ist ein Mensch. Oh, das kann nicht Ihr Ernst sein. Okay. Wenn Sie sich dann besser fühlen. Wie viel Geld muss es sein, damit Sie nach Hause gehen und nie wieder darüber reden? Ist das Ihr Ernst? Wir reden hier über Tod und Leben. Ich zahle das Doppelte. Und Sie tun so, als hätten Sie nichts gesehen, okay? Alles klar. Aber nur, weil Sie sagen, es wird alles gut, okay? Ich wusste, Sie würden die richtige Entscheidung treffen. Kommen Sie, Sie übertreiben. Es ist okay, vertrauen Sie mir. Ich werde alles verschwinden lassen und Sie können ganz einfach sich zu... Wo ist meine Mom? Verdammt! Wer ist das? Das ist Annas Tochter. Ich habe vergessen, dass sie da ist. Was? Sie hat eine Tochter? Ja. Ganz ruhig. Ich habe schon eine Idee. Warum haben Sie mir nicht gleich davon erzählt? Macht das einen Unterschied? Nun ja, tut es. Es stellt sich heraus, dass jetzt mindestens eine Person nach ihr sucht. Es ist ein Kind. Ja, genau. Wenn Sie so besorgt sind, lenken Sie sie ab. Ich? Nein. Ich mische mich nicht mehr in Ihre Angelegenheiten ein. Aber Sie haben keine Wahl. Sie sind ein Komplize. Ein Komplize? Genau. Also entweder lenken Sie das kleine Mädchen ab, bis Anna aufwacht, und dann bekommen Sie ihr Geld. Oder... Wir gehen beide in den Knast. Verdammt! Hey, Nadja! Hi! Sieh mal, wer da ist. Es ist deine neue Kunstlehrerin.
Also, warum verbringst du nicht ein bisschen Zeit mit ihr? Was ist mit meiner Mami? Ah, weißt du, deine Mutter ist selbst schuld, dass sie den lustigen Teil verpasst? Ich glaube, sie ist hier irgendwo spazieren. Was? Ich weiß alles. Ich habe alles gesehen. Was genau? Ich habe gesehen, wie du mit Absicht gefallen bist. Was noch? Und wie du angefangen hast, um Geld zu betteln. Und? Und ich möchte etwas Saft haben. Aber du hast es niemandem erzählt, oder? Nö. Und weißt du warum? Weil du ein großes Mädchen bist und Geheimnisse bewahren kannst. Was du gesehen hast, war mein großes Geheimnis. Wirklich? Ja. Und niemand darf es jemals herausfinden. Haben wir einen Deal? Okay. Warum zeichnest du nicht deinen Daddy? Ich habe keinen Daddy. Und was ist mit deinen Großeltern, Tanten, Onkel? No, niemanden. Nur meine Mom. Verstehe. Liebst du sie? Mhm. Geht es ihr gut? Ja, es geht ihr gut. Natürlich. Ich denke, sie wird schon bald kommen. Sie ist krank. Was genau hat sie? Ich weiß nicht. Sie sagt es mir nicht. Und was hat der Arzt zu ihr gesagt? Er hat gesagt, sie soll vorsichtig sein. Mhm. Oh, das ist aber ein schönes Bild. So viel Talent. Kommen Sie. Hör zu, ich gehe nur mal ganz kurz weg. Zeichne weiter. Und vergiss das Haus nicht. Wie geht es Anna? Hier, es ist für Ihre Behandlung und für Ihre Hilfe. Ich denke, das sollte reichen. Danke, warten Sie. Was? Sie können jetzt gehen. Wir schließen in 5 Minuten. Aber Sie haben nicht geantwortet. Ist Anna wach? Was? Was ist los mit ihr? Nun, sie ist von uns gegangen, okay? Ich bin ins Hinterzimmer, um zu sehen, wie es ihr geht und, naja, Sie wissen ja, wie das ist. Das kann doch nicht. Aber was machen wir denn jetzt? Sie? Nichts. Nehmen Sie Ihr Geld und gehen Sie. Vergessen Sie alles, was Sie hier gesehen haben und ich werde mich um den Rest kümmern. Was? Sie kümmern sich darum? Was ist mit Nadja? Wer kümmert sich um sie? Das ist mir doch egal. Sie ist eine Einwanderin. Niemanden interessiert's. Wie kann sie sowas sagen? Das Kind ist allein wegen mir und ihnen. Moment. Was heißt das wegen mir und ihnen? Es ist alles Annas Schuld. Sie hat den Boden nicht richtig gewischt. Sie hat das Schild nicht aufgestellt. Und dann fiel sie selbst hin. Es ist alles ihre Schuld. Nein, ich war es. Ich habe das Wasser verschüttet. Ich wollte den Unfall inszenieren und das Geld aus ihnen herauspressen. Was? Sie? Es war nicht echt. Aber jetzt ist sie meinetwegen weg. Ich verdiene eine Strafe. Warten Sie. Was machen Sie? Ich rufe die Polizei. Nein, nicht. Geben Sie mir das Handy. Ich muss alles gestehen. Geben Sie mir das Handy. Ich muss. Lassen Sie mich. Geben Sie mir das Handy. Oh mein Gott. Sie leben noch? Es tut mir so leid. Wegen mir sind Sie ausgerutscht und hingefallen. Kommen Sie. Entschuldigen Sie sich nicht. Nein, wirklich. Das war ich. Ich wollte, dass Mark mir Geld gibt.
damit das Restaurant keine Probleme bekommt. Ich bin schuldig und ich muss bestraft werden. Es ist okay. Ich weiß. Nadja und ich sahen ihren Trick mit dem Wasser und wir wollten ihnen eine Lektion erteilen. Mit der gleichen Waffe. Alles, was sie heute von uns gehört haben, ist erfunden. Also ist sie nicht krank? Mm-mm. Aber was ist mit Mark? Woher wusste er, dass sie spielen? Alles, was sie tun musste, war einmal zu zwinkern. Tut mir leid. Es tut mir so leid, Leute. Wirklich. Und ich danke Ihnen so sehr. Sie haben mich zu einem besseren Menschen gemacht. Ich verspreche, alles wieder gut zu machen. Alle Probleme, die ich verursacht habe. Wenn Sie mir verzeihen können, natürlich.